Willkommen in Delitzsch Unterbahnhof. Sie werden am Bahnsteig 3 losfahren und an allen Endstationen in Richtung Süden halten, bis zur Endhaltestelle Markkleeberg-Arschwitz. Und hervorragend, es ist alles perfekt geladen, mehr oder weniger, gut, und lädt noch ein bisschen nach. Heißt, wir können. Oh. Das ist ja auch hier interessant. Heißt, wir können einfach mal schnurgemütlich rübergehen. Schnurgemütlich, ja. Das habe ich gerade tatsächlich gesagt. Schnurgemütlich gehen wir rüber. So, dann setzen wir uns hin. Entriegeln die Türen. Und. Ach ne, das war hier alles, ne? War das hier? Ne, hier war das. SIFA an, PZB an. Und das sollte ja alles gewesen sein. Wunderbar! Okay, das sollten wir noch ein bisschen weiter hier hin, falls wir was trinken wollen. Und dann müssen wir eigentlich nur warten, dass alle Leute einsteigen. Vorgabe erfüllt, 500 Punkte dazu, dann schließen wir die Türen. Und hoppala, natürlich Richtungswende auf vorwärts. Nächster Halt ist Tschortau. Okay, das ist ein bisschen lauter. Ach, hier muss ich auch noch hin, ne? Oh, warten wir jetzt zu Ende, never mind. Wieder reinkommen hier. Zwei müssen nochmal da sein. Das sind 4,8 Kilometer. Wunderbar. Beschleunigen wir mal auf die 50. Ups. Andersrum muss ich eine Bremse ganz vergessen. Und dann dürfen wir auch beschleunigen auf 160 km pro Stunde. Irgendwie müssen wir auch ankommen. Gott, wie war denn das jetzt nochmal hier mit den Bremsen? Diese Bremsen waren gut, aber nicht so gut wie die von dem Nahverkehrszug in Großbritannien. Gott, oh Gott. Behalt immer das im Hinterkopf. Behalt immer das im Hinterkopf, wenn wir sind ganz, sollten keine Probleme haben. Wobei, wir sollten es nicht nur im Hinterkopf behalten, sondern wir sollten es auch anwenden. Das wäre natürlich noch viel idealer. Komme mir ein bisschen vor wie in dem Wackelkopf gerade. Da ich gerade, warum auch immer, ein bisschen mitwackel. Soll ich vielleicht nicht durchgehend machen, weil das geht dann wahrscheinlich ein bisschen stark auf den Nacken und auf den Kopf. So, wunderbar. Mit dem Tempomat spiele ich garantiert nicht rum, das sorgt nur für Probleme. Okay, das war auch ganz in Ordnung.
Wir stehen zwar noch nicht, aber ich sag trotzdem, das war ganz in Ordnung. Türen öffnen. Und warten, bis die Fahrgäste eingestiegen sind. Okay, ich dachte, es kommt immer ein Ding, aber scheinbar nicht. Dann halt ohne. Dann machen wir es so. Nächster Halt, Rackwitz Leipzig. In 4,9 Kilometern und wir sind dort in 2 Minuten. What the fuck? Waren wir denn überhaupt pünktlich? Wir waren zu spät. Aber wie es aussieht, ist die Haltegenauigkeit ausschlaggebend. Oder auch, wenn es noch einen anderen Faktor gibt, dann ist es zumindest ausschlaggebend der. Aber scheinbar ist die komplett ausschlaggebend. Warum auch nicht? Schön durch den Nebel, durch den frühen Morgennebel, wobei früh relativ ist. Aber schon mal gut zu wissen. Also es ging, glaube ich, leicht bergab, mal 0,1% Gefälle so gesehen oder negative Steigung. Und wir haben trotzdem es noch geschafft, 1 Kilometer vorher anfangend zu bremsen, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Ja, ohne die Notfallbremse, by the way, ohne die Notfallbremse zu benutzen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt by the way gesagt habe. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. So, mit der 4 da halten müsste ganz gut. Da brauchen wir auch kein Tempomat für. Die Bremsen sind schon gut. Kann man ja eigentlich nicht meckern. Wir sind ein paar Sekunden später, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind mal schlimmer, wollte ich gerade sagen. Besser als ich dachte eigentlich. Aber dann können wir zumindest so gemütlicher hier in den Bahnhof reinfahren. Können auch versuchen, zielgenauer zu halten. Dann regeln wir mal die Türen und gucken und warten, bis die Passagiere einsteigen. Eigentlich, weil die flott geht, heißt, heißt nicht allzu viel rumspielen. Okay, was? Kuscheln die mit dem Zug oder warum steigen sie nicht ein? Wollen nicht einsteigen. Dann wollen sie halt nicht einsteigen. Dann verriegeln wir die Türen. Nächster Halt, Leipzig Messe. Ich werde erwartet um 8:11 Uhr. War das eigentlich schon bei Leipzig Messe? Das da runter auf 80 geht oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Dafür fahre ich einfach zu selten und merke es einfach nicht. Kann natürlich sein, dann werden wir sie sehen. Oder werde ich sehen. Ja, was ist vermutlich eher als ich.
Und diese leichte Schräglage ist auch irgendwie ein bisschen hypnotisierend. Fragt nicht warum, aber es ist ein bisschen hypnotisierend, wenn man lehnt sich automatisch ein bisschen mit in die Kurve. Okay, 3,4 Kilometer, dann geht es noch mal 120 weiter. Das heißt, es wird nach Leipzig Messe wahrscheinlich langsam runtergehen auf 120, auf 80 Kilometer pro Stunde. Oh, was wollte ich machen? Falls es eine Geschwindigkeitsbeschränkung gerade gab, habe ich sie nicht gesehen, weil ich hier versucht habe mit dem, nennen wir es mal, mit dem G-Kraftmesser den mittig zu halten. Weil es war schon ein bisschen zu stark, aber wir sind ja sehr pünktlich da. Sprich, wir müssen wahrscheinlich gleich wieder warten. Gott, das war jetzt echt sehr weit. Schon fast zu weit. Da wir wahrscheinlich gleich noch eine halbe Minute warten müssen, kann ich mal kurz gucken, was hier gerade in den Discords wieder alles abgeht. Von daher passt das eigentlich. Türen verriegeln. Und weiter geht's, nächster Halt Leipzig Nord. In Hoffnung, dass auch ohne Probleme zurückgelegt werden wird. Ja, Leipzig Nord, wo soll da sein? 8:14 Uhr. Sprich gleich. Sollte er nicht hinhauen, hoffe ich mal. Die Beschränkung auf 90 war deswegen wegen der Abfahrt. Hier geht stark bergab. Frage ist, rollen wir nicht? Wir rollen einfach mal. So viel Gewicht haben wir nicht drauf, hinten. Und so kann man immer noch mitten im Rahmen halten.
Heidewitzka. Dieser Bahnhof wieder. Ich mag ihn nicht so gerne, weil der ist irgendwie so uneinsichtig. Dann neigt man dazu, dass die Leute ein bisschen laufen müssen, damit sie aussteigen können. Ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen. Seit wann ist das jetzt grün? Also nicht das, sondern also das da oben. So ransom wollte ich noch auch hier nicht. Nächster Halt, Leipzig Hauptbahnhof tief. Wieso ist das denn jetzt? Warum will man eigentlich langsamer, verstehe ich nicht ganz. Geht doch sogar leicht bergab. Dann müssen wir noch eigentlich ja schneller werden, ist langsamer. Naja. Vielleicht sind wir wieder ein bisschen schneller. Glaube ich, meine ich, schätze ich. Okay, das ist noch zu heiß. Muss ich jetzt verstehen, warum ich bei Überschreitung, bei Erreichen der V-Max direkt eine Zwangsinsel bekomme? Ich meine, es ist ja die V-Max. Darüber hinaus darf es ja nicht sein. Das verstehe ich ja. Aber warum bei der V-Max? Ah, das ist doch wieder Käse hier. So, das heißt, wir fahren erstmal hier mit Verspätung die nächsten paar Bahnhöfe, weil ist so. Ist natürlich praktisch, dass au, was war das denn? Heilige Scheiße. Dass ich, wenn ich das Mikrofon entmute mit der Tastenkombination, dass ich dann oh, ich muss langsamer werden. Jetzt habe ich 80, Dankeschön. Dass ich dann den Dingsbefehl, den Befehl 40, Gott. Nutze. So. Haben wir das auch?
Mit der Zeit ist ja vielleicht gar kein Problem, wenn es tatsächlich. Okay, wenn ich so halte, ist es natürlich auch ein Problem. Wenn jetzt Dings ausschlaggebend ist, die Halteposition. Es ist halt einfach hell hier. Können wir regeln. Nächster Halt, Leipzig Markt. Wir hätten vor einem Jahr da sein sollen. Ja. Die Sache, die Zeit holen wir noch wieder auf. Oder auch nicht. Zumindest nicht, wenn ich so bremse. Hoppla, das war vielleicht doch ein wenig zu früh. Notbremse jetzt mal, aber gut. Zu spät. Wunderbar, geht doch. Nächster Halt, Leipzig wieder am Leuschnerplatz. Wir sollen da sein, wann auch immer wir da sind. Aber für die Zeit brauchen wir gar nicht mehr achten. Das schaffen wir niemals wieder einzuholen. Also jetzt zumindest nicht mehr in den engen Passagen. Bei dem Fahrer schon können wir sich gerade wie an Tag legen. Mittlerweile sind es 3 Minuten Verspätung. Nächster Halt Leipzig-Bayerischer Bahnhof. Und ja. Ich halte, glaube ich, 3 Minuten ein. Vielleicht holen wir sogar noch ein bisschen drauf. Halten wir zumindest ein die 3 Minuten Verspätung. Ist ja schon mal etwas, ne? So, wenn jetzt diese Steam-Benachrichtigung nochmal weggehen könnte, dann könnte ich auch irgendwas hier machen. Danke, hier die Tür zu machen. Ja, ist zwar nichts, was man feiern sollte, könnte, aber. Oder wofür man Achievements bekommen würde, aber ja. Vielleicht geht es aber auch zum Glück wieder ein bisschen flotter voran. Nächster Halt Leipzig MDR. Dann kann ich gleich in Leipzig MDR gleich mal kurz hier Dings gucken nach bei Discord. Ich glaube, Jan hat mir jetzt gerade, Lama hat mir gerade geschrieben. Für Aufnahme von Sonntagsfahrer.
Ey, das kann man auch besser bremsen. Nein. Drehen, öffnen. Oh, verriegeln. Das ist natürlich auch eine gute Sache, die man machen könnte. Vielleicht kommt man noch voran. Nächster Halt, Leipzig-Konnewitz. Genau jetzt. Wir dürfen wieder 120 fahren. Also gleich. Oh Gott, oh Gott. Da bleibt einfach richtig Spucke weg hier irgendwie. Ich habe das Gefühl, in solchen Folgen verliert man gefühlt mehr, oder hat man mehr Druck an den Mund als in anderen Folgen. Oh je. Na, akzeptabel. 494 AP, Action Points, Aktionspunkte, wie auch immer sie heißen. Da ist die überhaupt jetzt. Warum wurde es geändert? Ich weiß zwar nicht mehr, wie die vorher hießen, aber anders, glaube ich. Hat schon Regeln. Weiter geht's, das nächste Halt Markleberg-Nord. Ankunft in vor einer halben Minute. Pünktlichkeit lässt zu wünschen übrig. Aber ich glaube, so lang haben wir es. Ich glaube, so lange haben wir es gar nicht mehr, ne? Ich weiß zwar nicht genau, wo jetzt nochmal, was nochmal die Endstation war. Gucken wir mal kurz nach. Mist, das war ja sogar schon so eingestellt. Okay, da kommen noch ein paar. Never mind. War was? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Scheinbar aber nicht. Oh, weia. Nun ja, das war Nummer 2, die genauso bescheiden geparkt war wie die erste. War bescheiden gehalten, mal wie die andere. Immerhin haben wir synchron den Bahnhof verfehlt. Die beiden. Was heißt synchron? Also nahezu identisch perfekt gleich.
Nächster Halt Magdeburg. Vor einer Minute. Die Zeit holen wir nicht mehr raus. Der Zug ist abgefahren. Ich bin mal gespannt. Ich schätze mal, wir bräuchten so ungefähr 13.000 bis 14.000 Punkte. Für eine Goldmedaille? Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Gibt es da irgendwie. Steht das irgendwo geschrieben, wie viel man bekommt? Für. Brauch, meine ich. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Ich schätze mal, es könnte Gold werden. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall ist es gerade echt irgendwie ein nahezu unperfektes Halten. Entweder zu weit oder zu kurz, aber also prinzipiell zu kurz, ne? Aber ja, aber noch 10 Minuten, dann geht das höchstwahrscheinlich in der Aufnahme von Sonntagsfahrer oder vielleicht auch in einer von zwei. So, Türen schließen. Nächster Halt, Markleberg, Großstetteln. In 15 Sekunden sollen wir aus sein. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Also wir sind immer noch zu spät, aber wir fahren zumindest nicht verspätet los. Also wir fahren zumindest nicht los, wenn wir da sein sollen. Zwar nah dran, aber nicht ganz. Gelbes Signal in 2,3 Kilometern. Zeitlich gesehen sollten wir auch kurz vorm Ende sein. Hoch. Da die ganzen Szenarien ja 45 Minuten dauern sollen und wir sind knapp bei 40 Minuten Aufnahme. Das heißt, wir sind so gut wie durch. Ja gut. Hoppla. Man könnte fast meinen, ich habe eine Schwäche für Magneten. Sie ziehen mich quasi mag, obwohl. Stimmt, das war 25, ich weiß es wieder. Ich war jetzt auf 45 noch irgendwie eingestellt im Kopf. Bei waren wir nicht bei 5. Ich, ach egal. Wir waren ja bei 500er Magnet, ne? War das ein 500er Magnet oder ein 1000er? Na, eigentlich muss es ja. Tausender gewesen sein können, 500er. Ach, whatever. Ich sage, ich habe eine Schwäche für Magneten. Ich fahre gerne drüber, ohne es zu merken. Oder was heißt gerne? Eigentlich immer. Also, ich merke es eigentlich nie, wenn ich drüber fahre.
Nächster Halt Markleberg-Garschwitz in jetzt. Das ist eine V-Max von 45 km pro Stunde. Ich könnte schwören. Also. Ich weiß, also ich dachte, dass es bei mir gerade auch so gewesen ist, aber scheinbar war es das gerade für 25 oder sowas in der Richtung, weil ich glaube nicht, wer das für gerade eben 45 drauf hatten, weil wir wissen ja, wir dürfen das nicht erreichen, weil die V-Max zu erreichen ist auch schon zu viel. Oh Gott, 30. Oder das 30 für die Weiche? Haben wir das in der Weiche? Ich sehe keiner. Egal, dann kullern wir halt einfach lang. Punkt ist dann ja schließlich was für Anfänger. Jetzt brauchen wir ja auch gar nicht mehr, wo die Gas geben, müssen ja schon was da. Oder Schub geben. Jetzt sind wir doch nur 30 fahren, wenn ich es richtig sehe, okay. Ich hab 30, okay. Das ist aber schön. Schön, wie entspannt das ist, wobei. Das heißt wieder obviously. Nicht nötig. Was ich getan habe, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ach Quatsch, ich bin doch schon fast da, ich muss doch einmal gleich los. Das ist doch eine Jacke wie Hose. So. Sieht aber schöner so aus. Wollte sich nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ja, ist ja gut. Und Tür öffnen. Okay. Jetzt war es sogar schon. Glaube ich. Steigen wir aus. Schließen die Tür und beschleunigen jetzt einfach mal ein bisschen und sprinten dorthin. Okay, zumindest so ungefähr. 42,3 Meter haben wir hier nochmal so ungefähr. 42,5. Allein von der Haltegenauigkeit her, wo ich gesagt habe, dass wir es richtig overshootet haben, ist es ja wirklich schon fast identisch. Das ist schon mal, ja, hat man gesehen. Wir sind Level 18 geworden, Level 8
Rapid Francis weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren vorher Level 7 und das war Level 10. Wir haben 46 Minuten gebraucht und mir ist es gerade, oder 47 Minuten gebraucht, mir ist gerade eingefallen, Rapid Transit hat ja keine Medaillen, das war Ruhr-Sieg Nord, wo es Medaillen gibt, deswegen hätten wir gar keine Medaille bekommen können. So, knapp 15.000 Punkte haben wir bekommen und wir sind 42,75 Kilometer zurückgelegt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe euch, ich sehe euch dann im nächsten Video hier wieder von Trains in World oder einem anderen Video hier auf dem Kanal oder vielleicht auch bei Sonntagsfahrer, was wieder am höchstwahrscheinlich sollte das jetzt nichts mehr dazwischen kommen, da die auch noch mal gleiches noch kommt. Sonntagsfahrer am Sonntag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.